Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Toll, dass Sie am dritten Advent hier den Weg zu uns gefunden haben. Ich glaube, es lohnt sich wirklich sehr, denn nicht nur, dass es ein wunderbarer Film ist, den wir Ihnen heute präsentieren und die Regisseurin extra aus der Uckermark angereist ist. Nein, es ist tatsächlich auch eine Preview noch vor Kinostart. Das heißt, Sie sind ein Publikum, eines der ersten Publikum, wie sagt man, auf jeden Fall die ersten Zuschauer, die das öffentlich sehen können. Das ist ganz toll. Ja, und wie Sie wissen, ist das eine Kooperation zwischen dem Deutschen Filmmuseum und EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Und Rudolf Worschig, der Chefredakteur, wird dann nachher auch in gewohnter Manier das Werkstattgespräch mit Lola Randl führen. Ja, und dann haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wie Sie wissen, zeigen wir immer einen thematisch passenden Vorfilm, sage ich immer. Und normalerweise muss das gar kein Film sein aus dem Werk der Künstlerin oder des Künstlers, die wir eingeladen haben. Aber das bietet sich heute einfach ganz extrem an. Denn Lola Randl habe ich kennengelernt tatsächlich mit diesem Film, den Sie jetzt gleich sehen werden. Er heißt Morbus Bechterew und war der Auftakt zu einer Kurzfilmtrilogie namens Die Leiden des Herrn Karpf. Und diese Hauptfigur, die Sie gleich sehen, dieser Rainer Egger, der hat da auch dran mitgewirkt und wir sind sehr gespannt, was Lola auch dazu zu sagen hat. Den sehen wir dann nämlich sogar in einer kleinen Rolle nachher im Hauptfilm wieder, fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer. Und ja, ich habe damals den Film gesehen bei den Kurzfilmtagen Oberhausen und Lars-Henrik Gast, der Leiter der Kurzfilmtage, ist auch hier, also auch das nochmal ein ganz schöner Punkt, das alles zusammenzuführen. Aber genug der Vorrede an dieser Stelle. Ich sage zunächst mal ganz viel Spaß mit Morbus Bechterew. Begrüßen Sie bitte mit einem großen Applaus Lola Randl, die Regisseurin dieses Filmes und von Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer. Willkommen in Frankfurt, liebe Lola. Hallo. Hallo. Ja, wie fühlt sich das an, das wieder zu schauen? Ich denke mal, du hast bestimmt schon eine Weile nicht mehr gesehen, oder? Oder guckt man sich das regelmäßig an? Ich fand es auch recht interessant zu sehen. Also ich habe ja doch, das ist ja ein bisschen doch eine Art, die sich durchzieht, ist mir jetzt auch aufgefallen. Und es ist ja gar nicht so lange her. Ich habe gedacht, es wäre schon 20 Jahre her und es war ja nur 10. Ja. Und es war ja, und ich habe ja noch viel mehr von denen gemacht. Also ich bin ja dann so rein, wenn ich mal in so eine Sache reinkomme, aber die wurden dann irgendwann, die sind nicht nur eine Trilogie, sondern gibt es noch. Es gibt noch mehr Unveröffentlichte. Müssen wir mal einen ganzen Abend damit machen. Ja, aber dann, ja. Sehr gut, aber du hast mit Kurzfilmen angefangen, so kann man es ja wirklich sagen. Und das hat dir dann auch den Weg bereitet, irgendwann in diese Langfilmwelt hinein. 2008 war dann dein erster mit Die Besucherin. Hat das was gebracht? Also weil wir immer mal wieder ja auch sehen, dass eben Leute auch verstärkt am Anfang Kurzfilme drehen. Oder würdest du sagen, das hat gar nicht so geholfen und es hatte andere Gründe, dann in die Branche reinzukommen? Nee, man fängt ja meistens mit Kurzfilmen an, weil es ja einfach auch weniger kostet und man ist ja so eine Geldfrage, in diesen Markt reinzukommen, bis man diese Leute überzeugt. Und bei mir ist es ja eher so, meine Kinofilme haben auch, also ich frage mich, also im Grunde, um es mal so zu sagen, gibt es so 3, 4 Menschen, die an mich schon relativ lange, gefühlte 20 Jahre, glauben, ob kurz oder lang, und dann konnte ich immer so ein bisschen weitermachen. Aber Urs, wie soll ich es dir sagen? Hast du mich gerade gefragt, ob ich mit kurz angefangen habe? Hab ich gesagt, ob es was gebracht hat, ob es was gebracht hat, mit kurz du hast ja schon viele Kurzfilme gemacht im Vergleich zu anderen. Ja, weil ich ja sehr schwer nichts machen kann. Und dann mache ich jetzt immer noch zwischendrin Kurzfilme. Immer noch? Cool. Ja. Sehr schön. Weil zur Not ist es dann einfacher, einen Kurzfilm zu machen. Und manche Sachen sind auch einfach besser als Kurzfilm. Und schickst du die immer noch auf Festivals oder was machst du mit denen, die du jetzt noch drehst? Die schicke ich jetzt mal wieder auf Festivals. Sehr schön. Genau, und auf dem Festival haben wir jetzt auch deinen vierten Spielfilm gesehen. Ja. Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer beim Filmfest München? Da hatten wir auch ein paar Mal das Vergnügen miteinander auf der Bühne. Und ja, wie war die Reise seitdem? Also dort war es ja ganz, wie ich fand, wurde sehr wohlwollend aufgenommen. Bist du danach noch damit auf Tour gewesen oder ist das jetzt vielleicht der Auftakt dazu? Ja, also das ist jetzt so ein ganz interessanter Test, weil das jetzt so ein, also wenn ganz viele Leute im Raum sind, funktioniert der Film sehr gut. Und wenn, aber ich glaube, wenn, man ist vielleicht auch unangenehm zu lachen an manchen Stellen oder manchmal dachte ich mir, es hilft, wenn viele Leute da sind.
Und wenn man so dann, ich bin mal ganz gespannt, weil ich kann den ja selber noch nicht so einschätzen, weil ich den ja quasi noch nicht mit Publikum gesehen habe. Also schon ein paar Mal natürlich, aber jetzt noch nicht mit genau diesem Publikum halt noch gar nicht. Das würde mich auch wundern. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und nachher auf das Gespräch mit dir. Bitte nochmal einen großen Applaus für Lola Randl. Danke, dass du da bist. Und Sie können sich freuen auf einen ganz tollen Ensemblefilm mit wunderbaren Darstellern, manche sogar mehrfach. Viel Vergnügen. Ja, begrüßen Sie nochmal Lola Randl, die Regisseurin. Ein Applaus, liebe Lola. Und Rudolf Worschech, der das Gespräch findet. Nimm Platz, bitte. Genau, Rudolf, ganz entspannt. Lars, willst du jetzt schon gehen? Nee, das ist dem Lars jetzt peinlich, aber wir hatten uns gar nicht verabschiedet. Und ich kenne ja auch eine im Publikum, zwei sogar. Ja, drei. Wenn er jetzt gehen muss und du dich verabschieden willst. Der möchte nicht, dass ich jetzt mit ihm spreche. Entweder er geht einfach, aber dann kann ich mich halt nicht mehr verabschieden. Oder wie du, ist ein guter Einstieg, findest du? Ja. Es ist ein ungewöhnlicher, aber ich hätte nichts dagegen. Aber wir würden ihn sowieso sehen, wenn er rausschleicht. Ja, aber jetzt sehe ich ihn ja nicht mehr. Ich weiß, wo er sitzt. Egal, also wenn er geht, werde ich mich noch kurz verabschieden. Dann unterbreche ich das Gespräch. Okay, gut. dann fangen wir doch mal seriös an. Ja. Der Doppelgänger. Also, aber was mich ja sehr fasziniert hat, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war die Idee des Doppelgängers, was ja, es gibt einen Haufen schöner Filme, die mit Doppelgängern agieren, wo es Doppelgänger gibt. Ein paar sogar sind meine Lieblingsfilme, Dead Ringers oder sowas. Es ist ja eigentlich gar nicht, ja. Von Cronenberg. Eigentlich, den kenne ich, den mit den Zwillingen. Genau. Ja, ja. Es ist ja eigentlich ein Motiv, was aus der Romantik kommt. Wie bist du auf die Idee dieses Doppelgängers gekommen? Der Doppelgängerin, muss man ja sagen. Ja, also ich habe ja große Schwierigkeiten, mich zurückzuerinnern, wie ich auf Ideen gekommen bin. Und das ist ja eine der beliebtesten Fragen. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, dass alle anderen auch immer fragen, woher man auf die Idee gekommen ist. Und es ist eine ganz schwierige Frage, weil, also was heißt, wie soll man auf die Idee gekommen sein? Das ist ja relativ einfach. Also man hat die ganze Zeit, entweder hat man die ganze Zeit zu viele Ideen und dann sterben manche automatisch. Oder bei mir ist jetzt so, es sind eher zu viele Ideen und dann sterben die meisten. Und dann ist jetzt die aus irgendwelchen evolutionstechnischen Gründen bei mir übrig geblieben. Aber um es dir ein bisschen konkreter zu antworten, es kam so. Ich hatte die Idee, wirklich ganz konkret, als ich Zug gefahren bin. Und dann bin ich ausgestiegen und dann habe ich mich von jemandem verabschiedet und dann hatte ich die Idee. Und dann habe ich wirklich gesagt, wie findest du die Idee? Und dann sagte der, naja, nicht so gut. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das hieß 2x3+1. Das war noch viel komplizierter, haben sich noch mehrere Leute verdoppelt und habe das dann den Leuten gegeben, die mich bis dahin schon immer unterstützt hatten. Und die haben auch dann gesagt, nee, das wäre jetzt zu viel. Und da hatte das auch noch andere Zeitebenen. Und dann habe ich es jahrelang immer vereinfacht. Und dann wurde es eigentlich schwer für mich, weil ich stresst es dich. Nein. Und dann habe ich das immer mehr vereinfacht, bis es nur noch eine Doppelgängerin gab. Also zum weil Schluss. Ja, genau, am Ende, und dann gibt es noch drei wenigstens, das war noch mein Endding, aber es war noch viel schlimmer in den ersten Fassungen der Bücher, will ich damit sagen. Gab es mal eine Idee, das ist schon wieder eine Idee, ja. das aufzulösen? Also, nee, du sollst schon noch bei der Idee sagen. Gut, finde ich, ist ja, dass Luisa das ja ganz pragmatisch löst mit ihrer Doppelgängerin. Das ist ja schon ungewöhnlich, sieht man nicht so oft. Sonst werden so Doppelgänger, da ist immer irgendetwas dahinter oder was weiß ich was. Sie nimmt es ja relativ schnell an und nutzt es dann für ihre Zwecke. Fand ich eine gute Idee. Genau, die nimmt es relativ, erstmal will sie das praktisch noch verwerten für sich. Genau, äußerst weil man ja prinzipiell erstmal denkt, es könnte ja womöglich dann, wenn es so wäre, dass man so jemanden hätte, der jetzt genauso wäre wie man selber, dann könnte man es vielleicht organisatorisch nutzen. Das könnte auch eine Idee von mir
sein. Das stimmt. Also, und dann merkt sie ja, dass das überhaupt nicht so funktioniert, dass man, weißt du? Ja, ja. Also das geht eben nicht. Das ist, man kann quasi nicht, sich nicht die besseren Sachen bei sich aussuchen und die schlechteren Sachen von jemand anderem machen lassen. Mhm, wenn dieser andere so ist, dass es für ihn gar keine besseren und schlechteren Sachen gibt, dann ist man, hat man ein Problem. Also es ist... Ist das eigentlich so ein Motiv bei dir? Also der erste Film, den ich von dir gesehen habe, Die Besucherin, da kommt eine Frau in eine leere Wohnung, auf die die aufpassen muss, dann schläft sie ein und dann liegt auf einmal ein wildfremder Mann hinter ihr. Eine vollkommen unvorhergesehene Situation. So ähnlich ist das ja jetzt auch mit der Doppelgängerin. Die erscheint einfach und ist dann da. Magst du das, Leute in unvorhergesehene Situationen zu stürzen? Ist das ein Topos gewissermaßen? Nicht Ja oder Nein sagen, sondern... Warte, da muss ich aber noch mal... Jetzt bin ich wirklich versucht, nur Ja zu sagen. Aber jetzt muss, weil ich glaube, ja. Aha. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so die Allerbeste darüber, das dir zu erklären, weil das kommt ja jetzt automatisch. Okay. Also ich müsste jetzt mich schon, das wäre jetzt schon ein bisschen... Also ich sehe auch in der Besucherin, die ja schon noch sehr anders ist, ja, und dem Film Ähnlichkeiten, wenn du mich jetzt so fragst. Und auch in dem Thema, dass diese Frau, diese Hirnfrau, ich habe den Film ja schon lange nicht mehr gesehen, sich in diesem anderen Leben da so ein bisschen... verliert, aber ich kann es dir echt nicht so gut erklären, weil da müsste ich ja, es wäre so, bin schon auch, ja, nächste Frage. Man könnte, so viel habe ich jetzt auch nicht. Das habe ich schon viel. man könnte ja jetzt auch deinen Film, wie soll ich sagen, sozialkritisch interpretieren. Man könnte jetzt sagen, die Leute sind jetzt so irgendwie überfordert, gerade die Frau in diesem Film mit ihrem Beruf, mit ihrem etwas langweiligen, sag ich jetzt mal, Ehemann zu Hause. Ist das eine Intention? Ja, bei mir ist es halt nicht so, dass ich mir so denke, ich mache jetzt so einen sozialkritischen Film. Das ist halt so, das ist aber auch nicht so, dass ich mir so denke, ich mache jetzt, ich muss dir erstmal erklären, die Filme passieren nicht so, dass ich mir so denke, ich mache jetzt einen Film, sondern ich muss quasi immer was machen. Meistens kommen dabei Filme raus, aber häufig denke ich mir auch, vielleicht wäre es einfacher, ich würde was anderes machen. Aber ich finde auch interessant, dann einen Film zu machen, weil ich dann zum Beispiel auch bei so einem Film, es ist nicht so, dass ich mir einmal das gedacht habe, dann mache ich den so, wie ich mir gedacht habe, sondern es ist ja ein längerer Prozess, wo wir zusammen leben. Jetzt haben wir auch noch so ein Meeting in Frankfurt mit Leuten und dann habe ich eine ganz andere Beziehung wie zu einem Menschen, mit dem ich jetzt gerade nicht mehr zusammen bin und habe so, könnte jetzt gar nicht sagen, was habe ich mir von dem gedacht, ob ich, klar, ist in dem Film drin, das kann man alles reininterpretieren und das ist natürlich auch drin. Also die Frau, diese Selbstoptimierung, das ist ja alles klar, dass sie sich die Architektur, wie sie versucht, ihr Leben zu basteln, das kann ich da auch alles schon sehen, aber ich gehe da nicht so ganz so ran, weißt du? Okay, dann nicht ganz so rangehen. Ich habe jetzt noch was entdeckt. Der Film folgt ja letzten Endes der Zahl 2. Also es gibt die, ich meine, liegt jetzt auch nahe gewissermaßen, es gibt die zwei Frauen, Anton und Luisa, es gibt zwei Männer, die vielleicht auch zwei Prinzipien des Männlichen oder sowas verkörpern. Es gibt sogar zwei Käfer als Autos in der Garage und es gibt zwei Häuser, die ähnlich aussehen. Baut man sich das beim Schreiben zusammen oder hat sich das einfach so ergeben? Nee, ich glaube, da hast du jetzt schon was erkannt. Nur geguckt, ob das der Lars ist. da hast du jetzt schon was erkannt, dass es... Nee. Doch, ehrlich? Ist weg. Krass. Also wir können aber das jetzt... hat er gesagt immer, dass er sofort geht. Jetzt können wir über alles reden. Okay. Nee, das ist schon, also es ist schon ein dualistisches System, glaube ich, dem ich unterworfen bin. Deswegen kommt aber das dann raus, dass du es dann...
quasi erkannt hast. Aber es ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, jetzt mache ich mal einen Film mit so einem dualistischen, mit alles zwei, jetzt mache ich mal einen Film zum Thema zwei, sondern es ist quasi so, ich bin schon von dem Thema zwei bestimmt anscheinend und jetzt ist es rausgekommen. Und du hast es entdeckt und ich auch natürlich. Okay. Also aber doch. Andere. Und du hast es erkannt, und aber jetzt hast du es mal so auf den Punkt gebracht. Das hat noch keiner gesagt, dass er gesehen hat, dass es ein Film mit dem Zwei, aber stimmt natürlich. Und ich selber bin auch so, ich sag's dir so, ich kann zum Beispiel gar nicht an einem Film arbeiten, ohne dass es einen anderen Film gibt. Also okay. Ich kann das gar nicht. So, manchmal habe ich dann schon probiert, Nummer eins zu machen. Aber es macht mich ganz unruhig, eins. Deswegen gibt es dann immer bei mir automatisch zwei. Und dann habe ich auch mal drei. Das ist dann so. Der nächste Film gewesen. Ja, nee, aber du weißt. Sag doch noch mal, sag mal was zum Humor. Also ich finde, die Nashorn, die Libelle ist ihr dritter Film, den habe ich leider Gottes nicht gesehen. Ich hätte ihn gerne nachgeholt, aber das ging nicht. Die anderen Filme sind ja jetzt nicht so direkt Komödien eigentlich. Die haben alle schon auch ihre Momente gewissermaßen, gerade auch die Erfindung der Liebe. Aber in dem Film gibt es ja verschiedene Sorten von Humor, würde ich jetzt mal sagen. Also zum Beispiel die Szene im Supermarkt, das ist ja jetzt wie eine klassische Verwechslungskomödie. Es gibt was Slapstickhaftes, es gibt aber auch einen relativ derben Humor. Welche Sorte von Humor magst du oder wieso hast du alle drei verwendet? Also ich finde den Humor relativ interessant, was das ist, weil das ist ja eher so ein Ventil bei mir, wenn dann. Das ist jetzt nicht so Humor mit so einem guten Witz. Zum Beispiel könnte ich jetzt nicht so gut Witze erzählen, weil ich dann immer so ein bisschen eher so die Peinlichkeit des Humors oder der Humor, der dadurch entsteht, dass was in der Unglück, also das ist was, also ich kann nicht, ich mag eigentlich nicht so gerne Witze, Witzhumor. Muss ich sagen. Und aber es entwickelt sich bei mir immer mehr in eine humoristische Richtung. Aber beim Carp war es ja auch schon ein bisschen so. Und das ist aber so Humor, der jetzt nicht, der so ein bisschen unfreiwillig tut, der ist natürlich dann trotzdem auch gemacht. Aber die Triebfeder dieses Humors ist eigentlich eine unglückshaft, also eine unglückliche Situation. Aber das ist es ja oft. Ja, weißt du, also es ist ja, wenn es einem fast schon so peinlich ist. Genau. Und da sind manche Sachen natürlich in dem Film auch so peinlich. Das hat mich schon interessiert, dass sie auch so peinlich sind. Die waren mir auch schon selber richtig peinlich, dass ich überhaupt sowas schreiben konnte und dann inszenieren konnte und dann auch so durchziehe, dass ich es auch noch, und dann manche Sachen finde ich dann auch so, dann halte ich es natürlich nicht aus, dass es peinlich ist, oder dann denke ich mir, könnte es noch die Erzählung sein, dass es peinlich ist, und dann ist es ja auch interessant, was ist es, oder das dann, ich will jetzt nicht so oft so freudsche Kanäle, dass es einem dann nur noch so eine Entweichungsmöglichkeit gibt durch den Humor. Aber es ist so eine Mischung. Und außerdem hat es mich auch interessiert, diese Derbheit mal zu verwenden und so mit einzuladen. Eigentlich würde ich, wenn ich mich jetzt so entscheiden kann, würde ich wahrscheinlich mich eher auf die feinere, ironische Humorseite drängen wollen. Aber ich fand interessant, den derben Humor hier so ein bisschen einzuladen und dann so schalten zu lassen und auch so, ja. Es war eigentlich ein Experiment. Okay. Das ist ja bei den Männern so austariert irgendwie. Benno Fürmann ist ja eigentlich eher der Mann fürs Grobe gewissermaßen, während der Charlie Hübner ist ja auch eine sehr, sehr witzige Figur. Das ist dann eher so ein bisschen subtil, so seine Physiognomie und sowas. Ist es eigentlich schwierig, Schauspielern etwas beizubringen gewissermaßen? Also zum Beispiel bei Lina Beckmann, die muss einmal so spielen, die stehen sich auch im Spiegel einmal irgendwie so gegenüber. Macht man das dann mit den Schauspielern gemeinsam oder mit der Schauspielerin in dem Fall gemeinsam, dass man sagt, als Luisa musst du den und den Gesichtsausdruck haben und bei der naiven Doppelgängerin einen anderen, oder passiert es einfach so, wenn man eine Schauspielerin ist? Also die Lina ist ja sehr talentiert, also sie ist ein großes Talent, ein schauspielerisches. Theater auch. Und ja. So, ne? Ja, und ist auch so eine richtige, also es war nicht so leicht bei dieser Rolle, weil man ja sehr technisch dreht und arbeitet und es auch sehr unangenehm ist, das merkt man nicht, weil man hat ja so die Bildhälfte, dann ist sie bei allen doppelten Sachen, muss man das genau definieren und genau vorne
vorher auflösen. Also es ist gar nicht improvisiert und da hat man immer so ein Double. Und dann hat man so einen Knopf im Ohr und hört sich selber. Also es ist sehr technisch. Aber ich habe es ihr jetzt nicht beigebracht, so zu spielen. Und deswegen würde ich sagen, ich habe noch gar niemandem von den Schauspielern was beigebracht. Aber die Lina, mit der komme ich halt sehr gut. Es liegt auch daran, die war ja auch schon eine Besucherin in einer kleinen Rolle. Ich habe ja alle Jahre während der Besucherin an sie ab und zu gedacht. Und dadurch entsteht auch die Arbeit. Wenn man an jemanden so viel, also ich will jetzt nicht so esoterisch hier anfangen und sagen, dass die Schauspielführung deswegen so war, aber wenn man jemanden so lange schon im Kopf hat und immer noch nicht weiß, wozu, und dann ist so, und dann hat man so ein, aber es sind so unterschiedliche Sachen mit den Schauspielern, ich finde, man kann es gar nicht sagen. Manchmal kommen auch gute Sachen heraus bei Leuten, mit denen man sich gar nicht verstanden hat, und manchmal denkt man sich, hä, das war doch alles so perfekt beim Drehen, und dann ist im Schnitt auf einmal, sind so viele verschiedene Varianten, und ob man viel redet oder wenig oder was man redet, das ist auch so ein bisschen undurchforstbar. Und das kann man ja auch gar nicht so richtig entscheiden, weil das ist ja auch nur eine chemische Sache zwischen Regisseur und Schauspieler. Und manche reden ganz viel und das hilft auch nichts, und manche reden gar nichts und sind ganz, und dann geht alles auf manchmal, weil es so viele. Aber du magst das schon quasi mit so einem festen Team oder mit so einem mehr oder weniger festen Ensemble von Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten. Also wie gesagt, Rainer Ecker ist der Therapeut, in Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer. Und es gibt ja auch andere Beispiele. André Jung taucht zweimal bei dir auf. Ist das der Grund, dass man eben weiß, wie die reagieren oder so? Ja. Also ich neige schon zu dieser zu dieser Familienbildung. Ja, am liebsten würde ich die alle wieder immer so mit denen, ja, das würde ich gerne machen. Hm. Am liebsten hätte ich so ein, ich finde auch Ensembles eigentlich ganz toll, aber da ich ja nur vom Film komme, mache ich das quasi jedes Mal wieder so ein bisschen nach, aber würde die anscheinend um mich herum scharen wollen. Es liegt natürlich daran, dass es tolle Schauspieler sind, aber auch an irgendeinem anderen Grund noch wieder in mir drin, der das immer so möchte. Hm, hm. Gefallen hat mir auch der Look des Films. Also so quasi die animierten Szenen, die ja dann immer auch später noch wiederkamen, also quasi dieses Künstliche oder auch diese beiden Häuser, auch diese zwei von Jonathan 1 und Jonathan 2, was ja auch zu dem Künstlichen von diesem Film eigentlich beiträgt. Wieso habt ihr das gemacht, also gerade diese animierten Szenen? Es ist so doof, wenn ich dann immer so sage, ja, ich kann es dir nicht sagen, wieso, ich kann es dir nicht sagen, das kam einfach ja, so. Ist dann ist das so. Ja, aber es war schon, also schauen, es war zum Beispiel in dem Fall so, dass ich auf einmal dachte, ich hatte zu dem Film immer so eine Hassliebe, die hatte ich dir ja schon erzählt, vom Anfang, weil ich hatte diesen wahnsinnig komplizierten Film, den keiner verstehen wollte im Kopf, und dann habe ich ihn so immer vereinfacht, und dann war er irgendwann, dachte ich mir so, so einfach kann man es sich aber auch nicht machen. Und dann dachte ich mir so, der ganze Film muss in so einem Studio gedreht werden und dürfte gar nicht in einer echten Welt sein. Ja? Und dann waren alle so, wieso denn das jetzt? Das muss doch jetzt so. Und dann war es so, dann konnten wir uns ja ein Studio gar nicht leisten. Und dann habe ich immer so angefangen und habe die Realität nur in so studiohaften Augen auch gesehen. Also habe mir dann so Orte ausgesucht, die so aussahen, als wären sie in einem Studio. Also möglichst also so Orte. Und so ist es dann entstanden. Und es war ja auch ein langer Prozess, bis ich wusste, was diese Männer für Berufe sind. Es ist dann, jahrelang wusste ich nicht, was die für einen Beruf haben. Und irgendwann, als ich das Musterhaus dann erstmal erkannt hatte, kam dann überhaupt Jonathan 1 und Jonathan 2. Und als ich die erfunden hatten, hat sich dann sowas wie dieser Look irgendwann kreiert. Also die Häuser gibt es in echt? Nein. Nee, also. Nur drin quasi, ne? Ja, nur so, also das ist ein totales Gefrickel. Die waren auch alle total unglücklich, wie ich mir das dann zusammen ausgedacht habe. Weil Jonathan 1 ist nicht Jonathan 2 innen drin. Und es passt eigentlich in der Realität vom Drehen überhaupt nichts zusammen. Das eine ist in Aachen, das andere ist da. Und dann musste da so ein Fenster nachgebaut werden. Der Dachboden in Niedersachsen, also so dann gedreht. Hm. Ganz unglücklich. Ja, das merkt also man nicht, ist mehr ist ja immer so, gell? Okay. Was wollte ich sagen? Also wir waren nicht unglücklich beim Drehen, aber es war halt einfach doof. Du hast ja auch
Dokumentarfilme gemacht, schon als du Kurzfilme gemacht hast. Aber oder jetzt diese Fernsehserie, war das eine Fernsehserie, Landschwärmer, von der ich ja leider nur eine Folge gesehen habe. Was machst du lieber, dokumentarisch arbeiten oder fiktional, oder durchdringt sich das irgendwie? Eigentlich hoffe ich dann noch auf eine tiefere Durchdringung. Und jetzt habe ich auch noch ein durchdrungeneres. Also eigentlich arbeite ich gerne dokumentarisch und fiktional in einem. Aber nicht so, nicht wie so Impro-Film, was es ja auch gibt, dass man so, so ist es auch nicht, sondern noch so, als ist man, also beim Dokumentarfilm ist es ja manchmal toll, weil man auch währenddessen quasi das schreiben kann, mit den Leuten und im echten Leben zusammen. Also man schreibt es ja trotzdem genauso, aber man schreibt es nur nicht erst alleine im Zimmer und versucht dann alles wieder zu finden, sondern man schreibt es halt so, mit seinen Protagonisten und mit dem ganzen Schicksal, wie es verläuft. Und mit allem zusammen schreibt man ja letztendlich auch eine Geschichte. Und eigentlich finde ich Dokumentarfilm, oder ich nenne es gar nicht so Dokumentarfilm, sondern so zu drehen schon toll. Weil es ist Wahnsinn, was man sich da eigentlich sonst vorenthält. Also immer, wenn ich Dokumentarfilm drehe, dann denke ich mir, Wahnsinn, was für ein gutes Szenenbild und was für ein tolles alles. Es ist so, manchmal ist es dann so total toll und ich denke mir, unfassbar, dass man, wie mühselig man das beim Spielfilm, und deswegen kam ich vielleicht dann auch zu diesem extrem gebauten, weil ich dann auch gern so, aber ich drehe sehr gerne Dokumentarfilme. Da möchte ich dir gerne mal einen zeigen. Ich habe ja diesen die Landschwärmer gesehen. Die Landschwärmer habe ich ja nur gedreht, weil ich, das ist ja immer so eine Reaktion auf das Letzte davor. Also die Landschwärmer hatte ich ja gedreht, weil die Erfindung der Liebe so arg war und durch den Tod der Schauspielerin. Das ist ein ewig langer Gerichtsprozess. Wir konnten ganz lang nicht weiterdrehen. Dann habe ich zwei Kinder bekommen noch in der Erfindung der Liebe. Und dann saß ich da auf dem Land und hatte zwei ganz junge Kinder und merkte ja, jetzt kann ich ja gar nicht mehr drehen. Und dann dachte ich mir, jetzt drehe ich einen Film, wo die Kinder einfach jederzeit schreien und dabei sein können. Und da sind die Landschwärmer rausgekommen. Die habe ich dann halt bei mir zu Hause drehen müssen. Und dann ist eine richtige Serie draus entstanden. Aber so war die, die war eigentlich eine Notwendigkeit, die Landschwärmer zu drehen. Weißt du? Ja, das so ein bisschen. Es war eine Notwendigkeit und dann hat sich die Form erst gemacht. Und es wurde dann mit Rezepten, die Form ist dann entstanden. Und währenddessen, und ich fand es wirklich spannend, auch also, die zu machen. Also dieser eine, ich habe, also die Landschwärmer ist eben so eine dokumentarische Fernsehserie, war das, glaube ich, oder? Eben entstanden in deinem Umfeld. Und ich habe eine Episode gesehen, wo ein in quasi in der Provinz, im brandenburgischen Leben, der Filmregisseur angeln will und in den Angelladen kommt und da erzählt ihm dieser Angelfachverkäufer mal so richtig, was eine Hake ist beim Angeln gewissermaßen. Und da wird sehr schön deutlich so zwischen den Einwohnern dort und den Zugereisten gewissermaßen. Und da durchdringt sich das ja. Also es gibt ja auch so einen Regisseur, Ulrich Seidel, der macht das ja auch so. Der spielt quasi Rollen mit Leuten, die auch diese Rollen sein können, aber nicht unbedingt müssen. Ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage, dann würden wir Sie mal bitten, Fragen zu stellen. Du hast ja mit Kurzfilmen angefangen, der Urs so gesagt, ja. Genau. Du, habe ich im Netz gelesen, du warst jetzt in der Jury beim Kurzfilmfest in Dresden. Wie war das, mal so Kurzfilme anderer Regisseurinnen und Regisseure zu sehen und zu bewerten? Boah, das war ganz schön hart, weil ich fand, dass es so wahnsinnig viele Filme gibt, ja. Und dann war ich jetzt auch noch in so anderen, irgendwie war es so ein Jahr, irgendwie dachte ich mir dieses Jahr, Wahnsinn, dass die jetzt alle Filme machen und auch schon gute Filme und wahnsinnig. Und dann habe ich auch einen Filmemacher gesehen, der wieder einen ganz tollen Film gemacht hat im Übrigen. Und der hat aber einen Kita-Platz gesucht und dann dachte ich mir auf einmal, alle wollen Filmemacher werden und alle machen Filme und auch schon so sehr gut. Also ich war auch in so einer anderen Jury, wo die Leute Filme eingereicht haben, die sie erst noch machen wollen. Ah ja, okay. Und dann war ich so, irgendwie war meine Wahrnehmung in diesem Jahr, dachte ich mir, Wahnsinn. Es gibt einfach sehr viele Filme und kurze Filme und lange Filme. Und dann dachte ich mir, komisch, dass keiner Kindergärtner werden will. Und dann habe ich mir eher solche Sachen gedacht. Aber ich muss mich jetzt mal kurz erinnern, wie es in Dresden war. Schön. Ja, ich war da, weißt du, oder weil es, ja. Es ist ein nettes Festival, ja. Ja, schon. Es ist ja schon immer interessant, dass diese Festivals, ich verstehe auch, dass Festivals, dann verbringt man immer diese Zeit, hat dieses Programm, ist doch gut.
den Festivals geht es ja insgesamt gut. Ja, ich meine, sie nehmen ja auch quasi die Funktion von Programmkinos ein. Genau. Du kannst ja bestimmte Filme... In Programmkinos geht es ja dann schlecht. Oder? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber Festivals sind halt wirklich immer voll besucht, erlebe ich so, und sind viele Leute gehen auf Festivals. So, gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen? Yes, yes. Oder Kommentare und andere? Also ich habe eigentlich eine Frage, will aber gerade mit dem Festival noch was sagen. Wir hatten hier in Frankfurt auch eines bis um 17 Uhr heute und ich kenne mindestens 8 Leute, die kommen wollten, aber so erledigt waren, das war dieses Stummfilmfestival Elvira Notari in der Uni, seit Donnerstag, wirklich Vollrohr und es war ganz, ganz toll, das Festival. Und das will ich nur vorneweg schicken, weil das nimmt man hier im Filmmuseum vielleicht nicht zur Kenntnis, aber für eine Stadt wie Frankfurt ist das schon viel so hintereinander, ne? Und für mich auch. Also meine Frage ist, ich konnte den Film schon in der Pressevorführung sehen und dass ich jetzt heute dann trotzdem da bin oder ne, hat damit zu tun, dass ich ihn nicht nur ungewöhnlich fand, sondern dass ich diese Linda Beckmann unglaublich fand. Und ich kann mir diesen Film ohne diese Schauspielerin überhaupt nicht vorstellen. Vor allem die Wirkung jetzt beim zweiten Mal ist für mich persönlich interessant. Ich fand beim ersten Mal schauen die beiden Personen viel unähnlicher und jetzt auf einmal viel ähnlicher. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie am Anfang eine Hilfestellung geben, dass wir Zuschauer sozusagen merken, wer wer ist, was man nachher nicht mehr braucht, weil man so sehr auf das sehr körperliche Spiel der Schauspielerin dann schon eingegangen ist. Das heißt, am Anfang ist die Handverletzung, da erkennt man noch sofort, wer wer ist. Und die Handverletzung ist dann auf einmal ganz schnell weg, auch ohne dass irgendwelche Spuren noch sind. In dem Moment braucht man auch keine äußere Kennzeichnung mehr, weil die Körpersprache der Schauspielerin ausdrückt, wer sie jeweils ist. Also mich würde interessieren bei den Zuschauern, ob irgendeiner mal gewusst hat, nicht gewusst hat, wer wer ist, also den ganzen Film über. Ich finde, dass man das von der Schauspielerin her eben körperlich sofort merkt. Und ich habe selten so einen Körper nahes Spiel eigentlich auch erlebt. Und meine zweite Frage, die geht nach der Funktion der Keramik. Das ist ja nun sehr auffällig. Keramik wird hergestellt mit den Händen und mit dem Geist und mit dem Gefühl, wird angemalt. Aber was mir diesmal auch so auffiel, die Funktion der Unterbrechung, das habe ich gerade bei einem anderen Film, den ich auch sehr oft angeguckt hatte, gesehen. Sonst kenne ich das nur aus dem französischen Kino eigentlich, dass man sozusagen philosophisch solche Punkte setzt. Aber ein Vergleichsfilm in Bezug auf dieses Anhalten in der Situation ist die Agnieszka Holland mit Pocket, mit Spur, ein wunderbarer Film, wo es mit Kalendern, mit Jahreszeiten geht. Aber mich interessiert eben dieses Anhalten, dieses Dazwischenschieben, was sie, falls sie es noch wissen, sich dabei gedacht hat. Jetzt muss ich natürlich, weil das waren natürlich sehr tolle Beiträge, vielen Dank. Jetzt muss ich natürlich zum ersten erstmal mich zurückerinnern. Also mit der Lina Beckmann, das ist auch, ich sehe auch so, dass der Film ganz stark von ihr lebt und ich finde es unglaublich, wie sie das macht mit ihrem Körper und ihrer ganzen Art, relativ einem immer klar zu machen, wann ist sie die an oder die, also ich weiß es auch jeden Moment, das könnten wir jetzt noch, man kann natürlich jeder auch noch sagen, falls das ihm anders ging. Es war ja so, dass der Produzent auch am Anfang dachte so, nein, also du musst auf jeden Fall den beiden verschiedene Kostüme geben, weil sie, wie soll man das denn sonst jemals herausbekommen, wenn die noch dasselbe Kostüm haben? Dann habe ich immer so lange überredet, da habe ich gesagt, ja, das ist es ja, wenn die müssen ja dasselbe Kostüm haben, das geht ja sonst anders, das ist ja quasi auch eine, muss ja immer jederzeit eigentlich auch als Vorstellung gleichzeitig gehen, es soll ja jetzt keine Doppelgängerkomödie wie jetzt bei, also es muss ja auch immer bedeuten, dass sie eigentlich auch eine Kopfgeburt sein könnte, von der Idee her zumindest. Und da hat die Lina sehr viel ausgemacht, aber das ist ihr einfach auch zuzuschreiben und dieser Art des Spiels, was es gar nicht in dieser Körperlichkeit. Also so, das ja zu Lina. Und beim zweiten ja mit den Keramik-Sachen, da waren die Leute also schon auch so die Vermarkter dieses Films, den die ja schon auch so als am liebsten als Komödie hätten, die so glatt durchläuft.
waren da erst frappiert, als ich da mit meinen Vasen ankam und dann gesagt habe, ja, die Vasen. Weil ich, für mich ist das tatsächlich wesentlich auch zu diesem schnellen Film, dass man diese, nicht nur die Irritation hat, sondern auch dann diese Vasen, die sich mit dieser, zu der Musik in dieser Langsamkeit um sich selber drehen und dann hat es dieses ausgebrannt und Leana hat es aber diese verschiedenen Kombinationen an Verknüpfungspunkte, die zum Teil total unsinnig sind, im Sinne von albern, wegen ausgebrannt und leer und trotzdem ja immer wieder im Film auftauchen und aber einen einfach auch rausholen sollen überhaupt aus dem Ablauf der Dinge und so einen entfremdenden Effekt haben, ohne dass sie sich aber auch so wieder so aufspielen, sagen wir mal, oder sich, in die sind ja auch so überbordend und irgendwie sind sie hässlich und abstoßend und dann sind sie aber so, ja, die haben mich so gereizt, dass ich sie nicht, und dann gab es da wirklich natürlich auch Diskussion darüber. So, es wäre so ein schöner Film geworden, aber dann kamen die Vasen und deswegen, aber die Vasen waren mir, gaben mir erst so die ganze, konnten mich mit dem Film, ja. Wie konntest du das durchsetzen? Normalerweise hört man ja immer, ja, am Ende entscheiden dann die, die es finanziert haben, mehr oder weniger. Nee, das ist ja gar nicht so. Was machst du anders? Ja, das ist aber schon so, glaube ich, Urs, also so kenne ich das, dass wenn man jetzt so der Autor ist und auch schon so, also Autorenfilme dürfen ja in Deutschland oder insgesamt Europa schon noch so den letzten Schnitt haben und dann, das gibt es natürlich Streite, muss man halt die Streite so lange durchhalten, bis es ist, ja genau, aber ich habe ja auch einen ganz tollen Produzent, der oft sagt so, ja, wenn sie das muss, dann muss sie das machen. Und dann war es eher so der Verleih, der sagte, jetzt sind wir draußen. Und so, nicht draußen, aber so, die haben aber auch in dem Film dann anders, also es ist ja auch so die Frage, ist es Mainstream-kompatibel? Weil dafür ist es ja doch auch schon so ein bisschen gewagt sozusagen an den einen oder anderen Ecken, glaube ich. Aber das typische Arthouse-Kino ist es ja jetzt auch nicht. Dafür ist es ja ganz schön knallig und auch in seiner Derbheit so. Deswegen war, glaube ich, der ist ja noch gar nicht ins Kino gekommen. Ist es dann für einen Verleih so, der denkt sich so, Und die Vasen weiß man echt nicht so, ist das lustig jetzt gemeint, was will sie jetzt? Da ist man so irritiert. Und das hat mich natürlich, das fand ich gut, das fand ich irgendwie so wichtig, dass das dann auf einmal... Und gibt es eine Auswertungsstrategie, ob ihr mehr in die großen Multiplexe wollt oder in die Programmkinos oder beides? Weil das ist ja tatsächlich, wie du sagst, ein Film, der so ein bisschen sich dazwischen bewegt, allein auch von der Besetzung her natürlich. Ja, also ich glaube, der muss sich den Weg dann selber suchen. Ich glaube, der wird jetzt eher so programmkinomäßig programmiert werden. Der hat ja auch nicht jetzt so, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kopien, aber so vielleicht 90 oder so. Und dann wird er so... eher wie so ein Programmkinofilm. Im März übrigens. Im März, ja. Gibt es weitere Fragen oder auch Kommentare von Ihrer Seite? Weil sie ist, ja. Der wurde verschoben, ne? Ja, ja. Also, der wurde einmal von November auf. November war das, ja. Genau, und warum? Ja. Also ich glaube, es hatte eher so programmierungstechnische Gründe oder weil man dachte, die und diese Abteilung wollen ihre Arbeiten noch mal besser machen vielleicht. Oder man sagte sich, die Kinos sind sehr voll Ende November, sind sie vielleicht auch im März. Vielleicht wurden mir die auch die echten Gründe gar nicht verraten. Kann sein. Aber ja, ich habe dann gar nicht so richtig nachgefragt. Woran arbeitest du jetzt? Jetzt habe ich ja schon einen Film fertig gemacht, weil ich bin ja schon arbeitssüchtig leider. Aber nicht ausgebrannt. Doch, auch ausgebrannt. Das ist übrigens die klassische Frage bei jedem Interview an dich. Ja, wo? Fühlst du dich ausgebrannt? Ja, jeder. Ja, und jetzt habe ich gerade einen Film gemacht, der auch sozusagen die Antwort auf den ausgebrannt und leer ist. Der ist auch sehr interessant, der heißt Von Bienen und Blumen. Okay. Ja, der ist auch eher dokumentarischer, den würde ich auch gerne hier nochmal bei Was ist los im deutschen Kino zeigen. Das ist schön. Was tut sich im deutschen Film? Ach so, aber was ist los, ist auch so klasse. Ähnlich, ja. Oder? Genau. Aber das würde mich natürlich auch noch interessieren, ja. als Fragestellung an dich, weil du bist sehr aktiv, wie wir gehört haben. Du siehst auch viel, hast du erzählt vorhin. Und gleichzeitig
kam so ein bisschen an, dein Humor ist ja so ein bisschen für sich stehend, der sich unterscheidet von diesen Mainstream-Komödien. So ein gehobenes Komödien-Feeling strahlt dieser Film aus. Inwieweit passt das ins deutsche Kino? Würdest du sagen, ich habe in der Ankündigung geschrieben, das ist ein Solitär auf seine Weise, auch mit dieser comichaften Bildsprache dazu. Hast du dich da an irgendwas orientiert? Siehst du Vergleichswerte im deutschen Kino oder wie siehst du das deutsche Kino generell? Ja, im deutschen Kino jetzt im Moment jetzt nichts, was jetzt so ähnlich, glaube ich, wäre. Der ist auch noch mit seiner Einordnung, wird er sich deswegen entweder hat, ist es ein Vorteil für ihn, weil er gerade nicht eingeordnet werden kann, oder es ist ein Nachteil für ihn. Und wann, man kann es auch so schwer sagen, glaube ich, mit den Kinofilmen. Das wisst ihr ja selber, wie es da ist in der Zeit. Das ist ja immerhin schon mein 4. Kinofilm und das ist, habe ich ja immerhin schon geschafft, ohne dass viele Zuschauer sich die angeschaut haben. Also die meisten, die Erfindung der Liebe wurde, alle wurden natürlich im Fernsehen dann irgendwann um 23 Uhr gezeigt und mehr besprochen. Und was war die Frage? Mit was dem Humor. Tut sich im deutschen Film? Ja, aber ich habe schon Vorbilder. Zum Beispiel unter anderem Lubitsch interessanterweise und eher solche Vorbilder. Auch humormäßig oder so, nicht humormäßig, aber so. Da, und wenn ich jetzt vom jetzigen deutschen Film, ja, weiß ich nicht, ob da, dock da glaube ich jetzt nicht an was ganz Konkretes an. Aber spannend, bei Lubitsch sind nämlich die Türen immer so ganz zentral. Und hier mit deinen architektonischen Entwürfen, hast du dich da orientiert, oder? Nö, nee, daran nicht. Jetzt in dem Fall. Mit den Türen? Achso. Ja, der hat immer so Türen und dann passiert so hinter den Türen was. Achso. Und schiebt sich dann so. Naja, gut. Haben Sie noch letzte Chance? Die sitzen Frage. Ja auch schon ganz schön lange hier. Das wäre schon ganz schön. Aber es war ja kurz. Publikum, die jetzt müssen jetzt mal rauslassen. Ja, okay. Also wenn die Regisseurin das mal, sagt, ich müsste, wenn ich jetzt das Publikum wäre, würde ich jetzt dringen, würde ich jetzt gerne rausgehen. Auch wenn ich total mich gefreut hätte und es nett gewesen wäre, würde ich jetzt gehen wollen. Aber sonst würde ich ja noch eine Frage stellen, wenn ich noch eine Frage Wunderbar. Hätte, natürlich. Wir wollen diesem Wunsch Publikum. Nachkommen, aber dir vorher noch einen Applaus schenken. Toll, dass du da warst, liebe Lola. Randl, mit fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer. Danke, Rudolf. Sagen Sie es natürlich unbedingt weiter, wenn es Ihnen gefallen hat, weil dem Film tut es natürlich gut, jeder Zuschauer, der dann ins Kino geht. Ich mache noch die Ankündigung der nächsten Veranstaltungen im neuen Jahr. Am 10. Januar wird Dietrich Brüggemann hierher kommen, tatsächlich keinen eigenen Film präsentieren, sondern einen Stummfilm begleiten am Flügel. Er ist nämlich nicht nur Silberner Bärenpreisträger, sondern auch begnadeter Pianist. Die Weiße Hölle vom Piz Palü wird er hier live begleiten. Das ist ganz toll. Und dann am 21. Januar geht es weiter bei Was tut sich im deutschen Film, dann kommt R.P. Kahl hierher. Er ist inzwischen auch politisch aktiv bei der Filmakademie als stellvertretender Vorsitzender und hat einen, ich sag mal, wie hast du so schön gesagt, einen Film, der die Grenzen der Erotik der Gegenwart neu auslotet auf seine Weise mit einer bestechenden Ästhetik. Das Ganze heißt A Thought of Ecstasy und läuft auch international ganz gut. Ja, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, schöne Weihnachtstage, vielleicht vorher nochmal hier im Kino und ansonsten spätestens im nächsten Jahr wieder bei Was tut sich. Danke Ihnen. Danke. Okay.